der größte Renntag des ersten Halbjahres, denn hier in der Union gibt es schließlich für den Sieger und die Platzierten die Fahrkarten nach Hamburg für das deutsche Derby, das blaue Band. Das schöne Wetter verlockte natürlich viele Familien, hier einen Ausflug zu machen. Mit Kind und Kegel war man dabei, um auch den möglichen Derby-Sieger hier zu sehen. Denn es war ja durchaus möglich, dass bei 16 Dreijährigen, die hier an den Start gingen, auch der zukünftige Sieger des Blauen Bandes dabei war. Wenn auch zwei fehlten, zwei sehr bedeutende Pferde. Okos aus dem Gestüt Fährhof und Nandino, der Winterfavorit. Okos hat den Hertie-Preis gewonnen. Und beide starten erst am 17. Juni im Konsul Bajew-Rennen, der letzten wichtigen Derby-Vorprüfung vor dem 3. Juli. Wenn die beiden auch noch mit hier am Start gewesen wären, hätte man sich das Derby an und für sich sparen können, denn bessere Pferde gibt es nicht. Das ist einer der Favoriten, Königsbacher unter Lutz Mäder, der Sieger im Orsini-Rennen in Neuss und im Hoffnungspreis in Gelsenkirchen. Er war dann später Zweiter hinter Abari im Steigenberger Preis in Frankfurt. Das ist Abari hier aus dem Gestüt Fährhof, der Ritt von Georg Botschkei. Und hier auch gleich der Schlender Hanna Anatas, der Halbbruder zu Anno, dem besten Dreijährigen des letzten Jahres, der ja in der Union im letzten Jahr wenig Glück hatte, als sich seine Startbox ein wenig zu spät öffnete und er dann nur Vierter war. Ordos im Bild, der Halbbruder zu Orofino, dem zweimaligen Galopper des Jahres. Auch ihm brachte man hier große Hoffnungen entgegen und er war eines der am meisten gewetteten Pferde. Allerdings ist Ordos in diesem Jahr noch sieglos. Viel Prominenz anwesend, Altbundespräsident Walter Scheel mit Gattin. Und das ist der Favorit des Rennens, die Nummer 14, Gestüt Röttgens Solo unter Peter Remmert. Solo war in diesem Jahr zweimal am Start, ist zweijährig nicht gelaufen, das ist er noch einmal. Er hat sein erstes Rennen, ein sieglosen Rennen mit erdrückender Überlegenheit in Düsseldorf gewonnen und startete dann wenig später in Köln, wo er Mitte der Geraden bereits in Front liegend wegbrach und den Sieg dadurch verschenkte. Er wurde dann Dritter. Hätte ohne Wegbrechen allerdings ganz sicher gewonnen. Das waren an sich die besten Pferde in diesem Feld von 16 Dreijährigen, Königsbacher, Ordos, Abari, Anatas und Solo. Sie waren auch diejenigen, die am Toto am meisten gewettet wurden. Favorit mit 32:10 Eventualquote war Solo. Das ist Ordos unter Peter Alafi, der Zoppenbrocher, wie gesagt Halbbruder zu Orofino. Man weiß zwar, er ist ein sehr gutes Pferd, aber ein Orofino ist er ganz sicher nicht, genauso wie Anatas kein Anno ist, noch nicht. Die Pferde sahen durchweg alle hervorragend aus und hier haben sie einen Eindruck, wie gut das Rennen besucht war. Der Renntag, 15.000 bis 20.000 Zuschauer mögen es gewesen sein, die dieser wichtigsten Derby-Vorprüfung den Rahmen gaben. Der Pfeil links zeigt Ihnen auf der Startposition 3, den Favoriten des Rennens Solo unter Peter Remmert. Es dauerte einige Zeit, bis die 16 Pferde alle in ihren Boxen waren. Im Ausland geht das immer etwas schneller, auch mit größeren Feldern. Aber jetzt ist es soweit, Start. Und da der 2200 Meter Start sehr dicht vor dem ersten Bogen steht, gab es eine wilde Hetzjagd auf den ersten Bogen zu, denn jeder wollte natürlich zu dieser Zeit eine gute Position haben, vor allen Dingen die Pferde außen. Und außen, ganz außen, Potomac und neben ihm Anatas, der jetzt einschrägt unter Andy Tilitzki und gleich die Spitze hat. Das gelang Anatas hier, was seinem Bruder Anno im Vorjahr nicht gelungen war, die Spitze zu nehmen. Anatas jetzt vorne und eine dichte Spitzengruppe mit Risiko, Potomac, Ordos bereits zu sehen, auch Moneymaker dabei. Und die Gegenseite wird angesteuert. Höllisches Tempo, sodass am Ende eine Zeit herauskommt, die zu den schnellsten gehört, die je im Unionrennen gelaufen wurden. Anatas in Führung vor Potomac, dann innen sieht man Risiko, an vierter Stelle ist Ordos, Moneymaker dahinter und der Rest der Favoriten, die sich vorzeitig gut platziert haben, mit Abari im Mittelfeld, ziemlich allein galoppierend und auch Solo ist dabei, obwohl sein Trainer Theo Grieber es wahrscheinlich lieber gesehen hätte, wenn sich Peter Remmert vorzeitig eine Position unter den ersten fünf gesucht hätte. Es fällt in der Gegenseite, steuert den letzten Bogen an. Da wird Feuersturm bereits aufgemuntert, fällt auch bald darauf zurück. Anatas an der Innenseite, neben ihm Potomac. An dritter Stelle Ordos, vierter Feuersturm. Dann der zurückfallende Risiko, aufrücken tut jetzt noch Mangold zusammen mit Abari. Und der Favorit des Rennens immer noch innen platziert. Ganz links jetzt am Bildrand, die Gerade ist erreicht, 600 Meter sind noch zu galoppieren. Anatas vorn, neben ihm Potomac.
Innen schließt jetzt gleich zu Anatas Ordos auf. Peter Alafi im hellen Dress mit der weißen Kappe. Außen rückt nun auch Abari ins Vorderfeld, Anatas aber immer noch vorne. Anatas mit Ordos zusammen. Anatas, Ordos und von außen kommt Abari. Und ganz innen ist auch noch an vierter Stelle platziert Solo. Jetzt macht Abari mächtig Boden gut. Und der Georg Botschkei, aber Andi Tilitzki wehrt sich mit Anatas innen. Anatas noch vorn, außen kommt Abari, mit jedem Sprung näher. Beide Pferde im Kampf, ziemlich weit auseinander, aber doch dicht zusammen. Innen Anatas und da ist das Ziel, Anatas gewinnt mit einem Halsvorsprung gegen Abari. Dritter ist Solo noch geworden mit einem kurzen Kopf vor Ordos. Und fünfter Königsbacher, das bedeutet, die fünf besten Pferde dieses Feldes waren auf den ersten Plätzen und insoweit geht das Ergebnis ganz in Ordnung, obwohl der Sieg von Anatas für viele überraschend kam, da er zuletzt nur Dritter war im Hertie-Preis, aber geschlagen von zwei hervorragenden Pferden, von Okos und dem Engländer Harley. Hier ist noch einmal die Zeitlupe und auf Sieg gab es 152 für 10. Beide Pferde, der erste und der zweite, innen Anatas und außen Abari, werden trainiert von Heinz Jentsch. Der Schlenderhahner gewinnt innen, außengestüt Fährhofs Abari ist Zweiter. Noch ein paar Sprünge bis zum Ziel. Man sieht deutlich, wie Abari immer näher kommt. Und dahinter auf Platz 3 und 4 kämpfen innen der Favorit Solo und außen Ordos. Fünfter ist Königsbacher. Diese fünf Pferde ziemlich abgesetzt vom Feld. Gleich ist das Ziel erreicht. Und man sieht, wie sehr Abari zu Anatas aufrückt. Aber im Ziel ist es dann eben doch ein kurzer Hals, der für Anatas spricht. Und das ist er, der Sieger im Unionrennen 1983, der Sieger im 148. Union, Anatas, der sich hier etwas wehrt gegen die Siegesschleife, rot-weiß die Kölner Farben, aber er ist gleich still und er geht sicher mit guten Hoffnungen jetzt zum deutschen Derby am 3. Juli, aber muss sagen, dass auch die Platzierten hinter ihm großartig gelaufen sind und insofern waren die besten Pferde vorn und das ist immer gut für einen guten Jahrgang. Das Rennen, das Derby wird spannend werden, denn es laufen ja noch Okos und Nandino.